Die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah. Wer beim Handball das 40. Tor erzielt, muss traditionell einen Kasten Bier ausgeben. Beim Spiel der Mecklenburger Stiere gegen den DHK Flensburg standen am Ende 39 Tore auf der Anzeigetafel. Vor dem 40. Tor haben die Schweriner sich etwas gescheut. Ja, ich glaube, da haben sich einige gefreut, dass sie jetzt keine Kiste ausgeben müssen. Verweigert, würde ich sagen. Wenn der Tabellenfünfte auf den Tabellenletzten trifft, wird sehr schnell von einem Pflichtsieg gesprochen, der eingefahren werden muss. Dass es zumindest einfache Siege nicht gibt, zeigten die Dänen vor allem zu Spielbeginn. Während der Offensivmotor der Stiere in der Anfangsphase stockte, traf vor allem der auffälligste Flensburg-Spieler Sören Tölle beinahe nach Belieben. 10 Minuten rum und er stand in der Sport- und Kongresshalle unentschieden. Ja, also meiner Meinung nach steht Flensburg da nicht, also zu Unrecht so weit unten. Die haben eigentlich eine ganz gute Truppe und einige gute Einzelspieler dabei. Also das ist hier kein Selbstläufer für uns. Im weiteren Verlauf kamen die Stiere deutlich besser ins Spiel. Robert Barton 5,5 Minuten vor dem Pausenpfiff mit der ersten 3-Tore-Führung im Spiel. Doch eine Zeitstrafe gegen Armin Pärt brachte Flensburg wieder in Schlagdistanz. Zur Halbzeitpause die Stiere mit 2 Toren vorne und mit dem Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, wir haben uns einfach vorgenommen, daran zu bleiben, wo wir waren. In der Abwehr noch kompakter zu stehen, mehr gegen den Kreislauf zu arbeiten und dann einfach unseren Streifen weiter runterzuspielen. Direkt nach der Pause legten die Mecklenburger Stiere den Grundstein für den späteren Klarenheim-Sieg. Es dauerte knapp 5 Minuten, da waren die Stiere mit 6 Toren davongezogen. Dabei legten die Gastgeber eine enorme Effektivität vor dem gegnerischen Kasten an den Tag. Jeder Schuss ein Treffer, schnell, schnörkellos und ohne Nerven bei der Chancenverwertung. Ja, ich glaube, am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan mit dem Torhüter und nachher haben wir uns auch vorgenommen, konzentrierter zu werden im Abschluss, weil wir hatten immer gute Chancen. Es ist eigentlich immer schöner, wenn man gute Chancen hat und die vergibt, anstatt wenn man gar nicht durchkommt. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht und dann kommt der Sieg zustande. Flensburg gab sich lange Zeit trotz größeren Rückstandes nicht auf. Dichter als 3 Tore ließen die Stiere den Tabellenletzten allerdings nicht mehr herankommen. Es war wieder einmal ein Spektakel in der Sport- und Kongresshalle. 39-34 der Endstand, 73 Tore, das reicht in anderen Hallen für 2 Spiele. Die Stiere jetzt mit 7 Siegen in 7 Heimspielen. Allerdings können die Spieler noch nicht die Beine gemütlich unter den Weihnachtsbaum legen. Ja, wir haben ja noch ein Spiel. Wir spielen nächste Woche noch in Flensburg. Und da wird es auch noch mal sehr, sehr schwer. Schweres Auswärtsspiel. Und wenn wir das gewonnen haben, dann haben wir Weihnachten. Vierter sind die Mecklenburger Stiere nun in der Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer Empor Rostock bei einem Spiel weniger, 7 Punkte. Im neuen Jahr geht es am 13. Januar mit einem Heimspiel weiter. Die beeindruckende Heimserie soll dann ganz sicher ausgebaut werden. Die Mecklenburger Stiere. Stierisch stark für Schwerin. Die Wohnungsgenossenschaft Schwerin-Lankow unterstützt Spitzenhandball in der Landeshauptstadt. WG Lankow. Alles da, alles nah.